Eine Untersuchung in diesem Jahr hatte ergeben, dass viele Lehrer Vorurteile gegenüber bestimmten Namen haben. Normalerweise negative Vorurteile, manchmal auch positive. Kinder mit den Namen Sophie und Alexander beispielsweise werden für sehr leistungsstark gehalten. Dagegen aber Chantal, Justin und Kevin gelten als die absoluten Nullnummern. Schon bevor die überhaupt den Mund aufgemacht haben. Kevin, aufs Gymnasium? Vergiss es. Eine Lehrerin hat in dieser Untersuchung tatsächlich den Satz gesagt, Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Wie soll ein Kind gegen ein so fundiertes Vorurteil anschreiben? Aber neu ist das nicht. Klaus Dieter war der Kevin der 70er Jahre. Rüdiger auch. Oder Ralf. Wer heute Chantal heißt, hieß früher Sylvia. Oder Brigitte. Oder Monika. Mit diesen Namen warst du beim Lehrer schon unten durch. Da war die mündliche Beteiligung nur noch Störung im Unterricht. Und wie ein Karl Theodor da durchgekommen ist, ich weiß es nicht. Da muss Geld geflossen sein. Diese Vorurteile haben einen großen Einfluss auf die Notengebung. Und die Notengebung wiederum und das Verhalten von Lehrern im Unterricht hat einen großen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung von Schülern. Depressionen, weil du Manfred heißt. Abitur nicht geschafft, weil deine Eltern dir den falschen Namen gegeben haben. Bei mir mit Bernd, das war knapp. Das alles sagt vor allem natürlich etwas über den Zustand deutscher Pädagogik aus, aber auch über die Verantwortung der Eltern. Der neue Gesundheitsminister, Dr. Philipp Rössler von der FDP. Der neue Gesundheitsminister, Dr. Philipp Rössler von der FDP, stammt aus Vietnam. Und er ist bei deutschen Eltern aufgewachsen. Die haben ihm vorsichtshalber einen deutschen Namen gegeben, damit nicht jeder gleich merkt, dass Herr Rössler aus Vietnam stammt. Denn es ist nicht ganz einfach, in Deutschland mit dem echten Namen der jeweiligen Nationalitäten Karriere zu machen. Mit Ausnahme von Cem Özdemir, der aus Karrieregründen aber auch kurz eine Namensänderung in Klaus überlegt haben soll. Der Ministerpräsident von Sachsen heißt Stanislav Tillich. Stanislav. Er ist in der CDU und neben Roland aus Hessen und Jürgen aus Nordrhein-Westfalen klingt Stanislav. Auch 20 Jahre nach Grenzöffnung. Immer noch irgendwie befremdlich. Und ich bin ziemlich sicher, eine Svetlana oder eine Jekaterina Merkel wäre nicht zur Kanzlerin gewählt worden. Bei Philipp Rössler fragen sich auch viele, warum ist so einer eigentlich nicht bei den Grünen? So witzig, so klug, so sympathisch. Und dann auch noch trotz Philipp ganz überraschend aus Vietnam. Gegen so welche hat der Amerikaner Krieg geführt? Unmöglich. Dann war das ja vielleicht doch nicht ganz richtig, was der Amerikaner da gemacht hat. Was bedeutet das für heute? Vielleicht denken wir über den Afghanistan-Krieg auch anders, wenn erstmal in 20 Jahren Kabir und Massoud aus Afghanistan Mitglied in der FDP sind. Und wenn Tariq vielleicht Bundesverteidigungsminister ist. Philipp Rössler. Bei dem sagt meine Mutter immer, was für ein netter Junge. Dann sage ich immer, Mama, der ist in der FDP. Dann sagt sie, da kann das Kind doch nichts für. Thank you.